Servus Leute und willkommen zu einem neuen Warframe Video. Ja, die neuen Prime Rückkehr sind erschienen. Gut, die sind glaube ich mittlerweile Donnerstag oder Freitag erschienen. Daher mein Video etwas später, aber gut, man hat immer noch 24 Tage Zeit dazu. Und zwar, es ist einiges los, kann man sagen. Ich meine, man kann sich Mac Prime holen, man kann sich Frost Prime, Wukong Prime und Equinox Prime kann man sich holen. Und dazu noch ganz andere Sachen, wie zum Beispiel hier dieses Kubro-Paket hier. Gut, das kostet halt ne, reines Aya, das heißt einfach echt Geld. Daher müsst ihr wissen, ob ihr dafür wirklich Geld ausgeben wollt oder nicht. Ne? Leider kosten da die Titanextraktoren Prime, die kosten halt leider auch reines Aya. Das heißt, man muss da auch wirklich echt Geld dafür bezahlen. Die kann man so leider nicht erfarmen durch die Relikte, wie man leider sieht, ne? Ich sehe sie zumindest nirgendwo. Habe sie zumindest nirgendwo gesehen. Vielleicht habe ich schlecht geschaut, aber die kann man sich so leider nicht holen. Also die muss man sich wirklich gegen Echtgeld holen. Leider, leider, so wie ich das sehe, ja, sind wirklich nicht drin. Das heißt, man muss die wirklich per Echtgeld holen. Ne? Schade, aber ja, sei es so. Wer es will, kann sich die jetzt noch holen. Ihr habt noch 111 Tage Zeit dafür, ne? Die sind etwas länger da und dazu eben noch die speziellen Waffen wie Huge Prime, Ninkondi Prime, Stradavar Prime, Tibedo Prime, danach haben wir noch Latron Prime, Reaper Prime, Boar Prime und Dakra Prime. Ne? Es gibt einiges zu holen, wie man sieht, ne? Und auch einige Relikte, ne? Also wer noch genug Geier hat, kann sich dafür natürlich jetzt, ja, der kann da ordentlich zuhauen, und wer zu wenig Eier hat, heißt natürlich ein bisschen farmen. Ne? Also dazu würde ich natürlich die Open Worlds empfehlen, also Cetus und so weiter und so fort bei Konsum, Missionen annehmen und die einfach laufen, da kriegt man genug Eier zusammen. So, und das wäre es dann schlussendlich auch schon wieder gewesen von diesem Video, und somit würde ich sagen, viel Spaß beim Farmen und vielen Dank fürs Zuschauen, und wir sehen uns dann in den nächsten Videos wieder, Leute. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal.